Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen meinerseits. Mein Name ist Marcel Kujek, ich bin Produktmanager bei Plan2Build. Thema ist heute die digitale Prozessverfolgung von Bauelementen bis zur Baustelle. In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ja schon einen ersten Teil dieser Webinarreihe hatten von meiner Kollegin Hanna Schenk, wo es darum ging, dass wie man digitale Bauprojekte in Zeiten von Corona steuern kann. Heute geht es insbesondere nochmal darum, was sind allgemein die großen Herausforderungen im Bauprojektmanagement, und dann leite ich sozusagen über in den Bereich des sicheren Managens von Bauprojekten und werde da insbesondere auf die Prozesse eingehen, die so essentiell sind, die wir brauchen. Ja, die großen Herausforderungen im Bauprojekt. Das Bauprojektmanagement als Skill hat sich wirklich als wahre Kompetenz entwickelt in den letzten Jahren. Die Verwaltung komplexer Daten in sich überschneidende Aufgaben und Teams bedeutet auch, Projektverantwortung zu bestätigen, Projektpläne und Ziele zu entwickeln und Projektvereinbarungen einzuhalten und Risiken gemeinsam entgegenzuwirken. Das Bauprojektmanagement ist eine Methode zur Durchführung von Planungs- und Bauprozessen im Bauwesen und kann im Prinzip auch als Urform des Projektmanagements bezeichnet werden. Die ältesten Großprojekte waren vielleicht die Pyramiden, dann später natürlich Eisenbahnbau, große Staudämme. All das hat seinen Ursprung da. Und Bauprojektmanagement ist im Prinzip die Summe aller technischen und kaufmännischen Prozesse und in der Projektleitung und in der Steuerung. So kann es verstanden werden. Letztendlich Fehler am Bau kommen ständig und überall vor und lassen sich eigentlich durch die Potenziale mit der Digitalisierung vieler Prozesse komplett reduzieren, und zwar gewerksübergreifend. In dem Zusammenhang können es wahre Wettbewerbsvorteile sein, und diese Chance gilt es letztendlich auch zu nutzen. Die typischen Herausforderungen als Auftragnehmer im Bauprojekt, und da weise ich jetzt bewusst darauf hin, denn auch dieser Vortrag heute zielt mehr auf die Auftragnehmerseite als Auftraggeber. Dennoch auch spannend für Auftraggeber, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber es sind immer wieder die typischen Herausforderungen. Wie ist die Gesamtteamstruktur in einem Projekt? Das Organigramm, wer ist für was zuständig, intern als auch extern? Was sind Projektbeteiligte? Wie wird kommuniziert? Wo werden Dateien abgelegt? Wer ist für was verantwortlich? Die ganzen Aufgaben, wer ist für was zuständig? Die Transparenz darin, aktuelle Informationen gegenüber veralteter Information, Kapazitätsplanung, Terminplanung, abgestimmte Meilensteine, die ganze Baudokumentation auf der Baustelle, insbesondere dann Mängelmanagement. Das sind die großen Themen, die eigentlich immer wieder vorkommen. Dass man zusammenfassend auch sagen kann, je mehr Beteiligte an einem Projekt beteiligt sind, desto höher ist die Fehlerquote. Wir haben es mit einer Zunahme von Regularien zu tun. Das führt zu einer erheblichen Unsicherheit. Und Fehler entstehen oft durch fehlende Transparenz und Kommunikation und kosten am Ende Geld, Ressourcen und auch jede Menge Zeit. Die Herausforderungen im Projekt, am Beispiel jetzt von der Wertschöpfungskette über alle Projektphasen, da gibt es in der Angebotsphase schon die ersten Fragen, die ich mir stellen muss: wie kriege ich die Informationen, wo speichere ich diese Informationen nachhaltig? In der Planungsphase natürlich, wer ist alles als Projektbeteiligter involviert, wie kann ich die mit einplanen, wie kann ich die in die Entscheidungen mit einfließen lassen. In der Fertigung, ein Teil aus Auftragnehmersicht, oftmals gibt es einen hohen Fertigungsgrad bereits in der Werkstatt und nicht erst auf der Baustelle, ist auch hier die Frage, wie plane ich meine Kapazitäten, meine Ressourcen richtig ein. Dann natürlich Logistik, Baustelle, Montage, wo kommt welches Bauelement letztendlich hin, wie dokumentiere ich wo Mängel am besten. Später dann in der Fertigstellung, bei der Abnahme, wie wird die Qualitätskontrolle koordiniert, gesichert, dokumentiert.
und am Ende letztendlich der Betrieb des Gebäudes, wo wurden welche Informationen irgendwo abgelegt und wie komme ich an diese Informationen, wenn beispielsweise hier ein Teil von einem Bauelement defekt geworden ist. Ja, letztendlich geht es immer darum, es geht um Kommunikation, das ist das Fundament, man braucht die richtige Information zur richtigen Zeit bei der richtigen Person und das über alle Projektbeteiligten hinweg, intern sowie extern. Da leite ich jetzt auch schon über zu dem sicheren Managen von Bauprojekten, denn womit wir es oft zu tun haben, sind Insellösungen, die angeboten werden und nur einzelne Themen abdecken, sei es jetzt nun ein Mängelmanagement, das gut ist, eine Fotodokumentation oder die Zeiterfassung. Und dann müssen Mitarbeiter aber mit mehreren Anwendungen arbeiten und genau das ist das Problem, was so die Akzeptanz erschwert. Insofern muss ich mir dann die Fragen stellen, welche maßgeschneiderten Anwendungen aus Projektmanagement-Sicht brauche ich denn auf einer Plattform? Da muss ich mir die Frage stellen, welche digitalen Tools benötige ich aus Auftragnehmersicht, um Projekte erfolgreich und effizient abwickeln zu können? Wie stelle ich als Projektmanagement sicher, dass alle unterschiedlichen Projektbeteiligten den aktuellen Informationsstand haben und Termine transparent koordiniert und kommuniziert werden? Eine ganz entscheidende Frage für das Thema auch, wie kann ich den Baufortschritt in Echtzeit ermöglichen? Um letztendlich zu der entscheidenden Frage zu kommen, wie kann ich die digitale Prozessverfolgung von Bauelementen sicherstellen, damit auch die Informationen am Element drangehängt werden, nachhaltig und durchgängig sind. Insofern ist es immer wieder eine kontinuierliche Abstimmung zwischen den einzelnen Büros, der Werkstatt, den Lieferanten und der Baustelle letztendlich. Und das kann ich ermöglichen mit Desktop-Anwendungen sowie Anwendungen, die ich auf einer mobilen App zur Verfügung stelle, mit den gleichen Informationen und teilweise Funktionalitäten, wie sie benötigt werden. Bedeutet also, letztendlich brauche ich auf einer Projektmanagement-Plattform ein Dashboard, von wo ich erstmal die Übersicht habe zu dem Projekt und von wo ich auch dann in die einzelnen Funktionalitäten springen kann, sei es nun die Terminplanung, die gesamte Dokumentenkollaboration, wo ich Dateien ablege, die ich später verlinken kann mit unterschiedliche Sachen, wie auch Bauelemente. Das ganze Thema Aufgabenmanagement muss koordiniert werden, um Transparenz zu schaffen, um eine echte Teamkollaboration zu ermöglichen über alle Gewerke hinweg. Und ich brauche ein digitales Gebäude, mit den Elementen am Gebäude aus dem Leistungsverzeichnis des Auftraggebers an den Auftragnehmer, um sicherzustellen, dass ich auch später weiß, was muss wo, wie verbaut werden. All diese Sachen müssen irgendwo integriert werden auf eine Bauprojektmanagement-Plattform. Und Schwerpunkt dieser ganzen Geschichte ist letztendlich, ich brauche an den Elementen die Information, was bin ich überhaupt für ein Element? Mit was habe ich es zu tun? Was ist meine Stückliste? Welche Materialien? Wie muss ich verbaut werden? Wo muss ich verbaut werden? Wer hat mich verbaut? Wo ist das alles dokumentiert? Gibt es Qualitätsprüflisten dazu? Die müssen drangehangen werden. Andere Dokumentationsunterlagen wie Montageanleitungen, sonstige Hinweise. All das muss gewährleistet werden auf einer Datenbank, über die ich sehr einfach über eine mobile App per QR-Code drankomme, um dann diese Informationen, sei es nun in der Werkstatt oder auch insbesondere auf der Baustelle, zur Verfügung gestellt bekomme und gleichzeitig auch von dort aus weitere Informationen hinzuzufügen, wie beispielsweise auch den Status weiter zu tracken. Ich habe jetzt folgende einzelnen Schritte gemacht mit diesem Bauelement und habe es damit abgehakt. Und das sind ganz wesentliche Informationen zur Visualisierung des Baufortschritts im Gesamtprojekt. Bedeutet also, was ist die Frage, die ich mir stellen muss? Nochmal, was benötige ich als Projektleiter, damit ich immer die Übersicht behalte, damit mir meine Projektbeteiligten zuarbeiten, insbesondere jetzt seitens der Fertigung und Montage, denn das sind erfolgskritische Vorgänge.
Und das Ziel ist, dass ich vom Getriebenen zum Treiber werde. Ja? Und dafür benötige ich ein Rahmenwerk an Funktionalitäten. Jetzt würde ich gerne den ersten Film abspielen, denn hier geht es beispielsweise genau um das, was in Plan to Build nun gewährleistet wird. Wir haben also zunächst mal ein Projekt-Dashboard, auf dem ich alle Informationen habe. Hier sieht man jetzt erstmal noch mehrere Projekte, aber links sieht man die einzelnen Workspaces, einzelne Funktionalitäten. Und in dem Projekt habe ich genau dieses Dashboard, was ich brauche, von wo ich Informationen herbekomme, wo ich Informationen hinzufügen kann, ganz allgemein zum Projekt. Sei es jetzt nun der Standort, aktuelle Wetterdaten, vielleicht auch Finanzdaten, die ich aber nicht teilen muss. Das Wichtige ist, ich kann alle Projektbeteiligte auf dieses Projekt hinzufügen. Über Gruppen kann ich ein ausgeklügeltes Berechtigungssystem anwenden, damit ich dafür Sorge tragen kann, dass auch jeder nur das sieht, was er sehen soll und genau das tun soll, was er wirklich tun muss. Und das geht über eine Dokumentenstruktur, das geht über die Terminplanung und später auch über das digitale Gebäude. Beim Workspace-Koordination geht es zunächst mal um die Dateiablage, um die Dokumentation, um die Kollaboration auf Dokumenten. Ich kann dort alles ablegen, später für, sei es Mängel, sei es Planungsunterlagen. Alles Mögliche ist wichtig, es auf einer Plattform zu haben, mit der Möglichkeit, hier auch flexibel Informationen zu teilen und auch zu sammeln. Die Möglichkeit zu haben, mehrere Versionsstände zu haben. Die Möglichkeit, auf Dokumente Anmerkungen zu machen, hieraus vielleicht jetzt eine Aufgabe zu generieren an einen Projektbeteiligten aus meinem Team, intern, extern, ist total egal, solange ich diese Person mit dem entsprechenden Berechtigungssystem auf die Plattform geholt habe, können sie mir zuarbeiten. Und als Projektleiter sehe ich auch, welche Aufgaben untereinander zwischen den Teams dann gestellt werden und was jeweils der Status ist. Ich sehe, was ist verspätet, was kommt noch dazu. Jetzt in so einer typischen Kanban-Ansicht mit den Swimlanes bis zum abgeschlossenen Status kann ich hier recht einfach diese Aufgaben hin und her schieben, aber genauso die Möglichkeit, mir das als Liste anzeigen zu lassen. Und ganz entscheidend ist hier auch, von wo wurde eine Aufgabe gestellt, dass ich diese Informationen habe. Das kann aus dem Terminplan sein oder eben wie hier aus einer Anmerkung auf einem Dokument. Und das trägt entscheidend dazu bei, dass hier transparent kommuniziert werden kann und dass hier wirklich zusammengearbeitet wird. So, Herzstück ist aber beim Projektmanagement nach wie vor immer noch die Terminplanung. Ja, mit einem abgestimmten Terminplan, mit den wesentlichen Vorgängen und Meilensteinen für die Gesamtübersicht. Eine Einsicht von überall in Echtzeit muss für alle Beteiligte ermöglicht werden, vielleicht teilweise eingeschränkt über Filterfunktionen und so. All das kann ich machen. Und an Terminpläne, an Vorgänge kann ich dann auch entsprechend viele Informationen hängen, sei es nun Dokumente verlinken, die ich vorher abgelegt habe, inklusive einzelne Elemente aus dem digitalen Gebäude. Wenn ich jetzt noch Zwischenstände abspeichern kann, kann ich auch Änderungen rechtssicher dokumentieren. Das ist insbesondere wichtig dann später für Nachträge oder sonstige juristische Sachen, wenn ich immer wieder in der Lage bin, einen gewissen Zwischenstand abzuspeichern im Laufe meines Projektes. Denn in der Regel ist es üblich, dass es Verzögerungen gibt. Wenn man das alles sauber dokumentiert hat als Auftragnehmer, dann hat man auch schon eine ganze Menge in der Hand. Ganz entscheidend auch die Ressourcenplanung, Kapazitätsplanung, damit man gar nicht erst Engpässe hat. Es gibt erfolgskritische Vorgänge wie die Fertigung oder Montage. Und daher ist die Planung und Kontrolle der Ressourcen dringend nötig. Wenn ich dann auch noch ermögliche, dass diese Projektbeteiligte ihre Zeit erfassen können, habe ich als Projektleiter immer wieder die Möglichkeit, abzugleichen, den Soll-Ist-Zustand, wo stehen wir, um auch früh erkennen zu können, kann ich hier bestimmte Meilensteine nicht einhalten oder gefährde ich hier an der Stelle sogar den Projektablauf. Digitales Gebäude, ich habe Zeichnungen, technische Schnitte, Grundrisse, kann die einladen, habe eine Knotenstruktur aus meinem Leistungsverzeichnis, die kann ich manuell erstellen oder auch einladen mit den einzelnen Bauelementen. Und wichtig ist, hier an den Bauelementen sehe ich letztendlich auch ganz genau,
was ich dort verlinken kann. Ja, und kann genauso gut Mängel erstellen. Und zusätzlich gibt es einen integrierten BIM Viewer. Darüber kann ich ein dreidimensionales Gebäudemodell über eine IFC-Schnittstelle einladen. Wir haben dann die gleichen Informationen, aber neben der Grafik wird auch hier schon die Elementstruktur mit sämtlichen Informationen automatisch mitgeladen und kann mit weiteren Informationen angereichert werden. Und das dient auch insbesondere der Visualisierung des Baufortschritts, wo ich jetzt von der Baustelle aus etwas direkt tracken kann. Und Desktop sehe ich das dann natürlich sofort im Büro. Hier auch wieder der Mangel. Ich habe genau das, was auf der einen Slide mit den QR-Codes zu sehen war, habe ich hier jetzt auch wieder unten stehen. Ich kann sämtliche Dokumente, Informationen, Aufgaben direkt an Elemente hängen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil zur Prozessverfolgung von Bauelementen. Ja? Wenn ich auf der Baustelle dann noch zusätzliche Funktionalitäten habe, denn gerade da haben wir große Unsicherheiten und die Dokumentation wird vernachlässigt. Zum Thema Bauablaufstörungen habe ich es mit einer Behinderung zu tun und kann ich das dann alles sauber dokumentieren? Oder insbesondere den Bautagesbericht, der normalerweise nicht gerne gemacht wird und meistens auf irgendwelchen Zetteln. Wenn ich den mit wenig Schreibaufwand schnell erstellen kann und somit wirklich auch vollständig eine Dokumentation ermögliche, haben wir auch schon eine ganze Menge gewonnen an der Stelle. All das ist eben extrem wichtig, diese gesamten Funktionalitäten, die bilden Rahmen für ein umfassendes Projektmanagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette der fertigenden und montierenden Elemente. So, wie sieht das dann mit der mobilen App-Anwendung aus? Also ich brauche das Aufgabenmanagement, ich brauche recht schnell meine Kontakte. Ich brauche insbesondere das Elementenmanagement, nicht so umfassend mit einem BIM-Viewer, das ist nicht möglich von der Performance, aber es geht darum, dass ich zumindest auf die Informationen komme, die ich benötige, um in der Werkstatt oder insbesondere auf der Baustelle das Element in seiner Wertschöpfungskette weiter bearbeiten zu können, inklusive der Montage und dann der Abnahme. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen den zweiten Film kurz präsentieren, da sieht man recht schön, wie ich den Baufortschritt auf der Baustelle dokumentiere. Ich nutze also die QR-Code-Scan-Funktionalität und scanne am Element den QR-Code und komme so direkt auf dieses Element mit all seinen Eigenschaften. Ich muss mich mal kurz hier, Entschuldigung, neu einwählen. Und sehe, ich kann so auch ganz leicht den Status weiter fortschreiben. Ja, das war so viel zum Thema die mobile App. Letztendlich ist Plan2Build bietet eine Lösung für das umfassende Projektmanagement, insbesondere aus Auftragnehmersicht. Es geht um zeitsparendes, nahtloses Projektmanagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also Stichwort ist Integration. Ich integriere alle Phasen, kann über alle Phasen des Projektes Funktionalitäten nutzen. Dadurch, dass ich alle Projektbeteiligte auf die Plattform hole, bin ich in der Lage, mit allen zu kommunizieren, mit allen Kollaborationen zu betreiben, alle auf den Informationsstand zu bringen. Ich kann als Projektleiter mir Informationen anfordern, auch auf der Plattform. Es bleibt immer alles auf der Plattform und das ist das Wesentliche und Entscheidende, um dort den Austausch zu ermöglichen und das Ganze auch so nachhaltig, dass ich später auch für Gebäudebetreibende da die Möglichkeit biete, wenn jetzt Wartungsmanagement aus Sicht des Wartungs, wenn da was ansteht und von einer Brandschutztür ist beispielsweise der Türgriff defekt, dass man auch über einen QR-Code-Scan sofort sieht, was ist denn die Stückliste, wo kann ich denn was genau nachbestellen, diesen Türgriff, dass ich den auch recht leicht ersetzen kann.